Dazu ist zu sagen, dass die Karten, also sowohl OpenStreetMap, ja basierend auf der Community nicht genau ist. Das heißt, wir können das nicht unbedingt als Grundlage nehmen. Ich würde es zumindest nicht machen. Luftbilder, Google Earth und wie sie alle heißen, würde ich ebenfalls nicht empfehlen. Total verzerrt, verschoben. Hauptsache, die Kacheln passen aneinander und alles sieht schön aus. Aber die absoluten Koordinaten sind nicht korrekt. Man kann es also nicht nutzen zum Georeferenzieren. Daher verweise ich auf jeden Fall auf das Vermessungsamt. Wir haben in Sachsen diesen Geo-Server, wo man also hier als Luftbild sogenannte Orthofotos bekommt. Orthofotos heißen deswegen so, weil sie in das Koordinatenbezugssystem der Vermessungsämter eingepasst wurden. Das bedeutet, das sind von Überfliegungen entzerrte, korrekt georeferenzierte Luftbilder. Die kann man also jetzt nehmen als Referenz. Alles andere, wie gesagt, Google Earth, OpenStreetMaps und so weiter und so fort, ist alles nur Pi mal Daumen, kann man nicht benutzen.